Was hast du aufgehört? Ich hab was gehört. Du hast was gehört? Was hast du denn gehört? Ja, das kann nicht sein, dass ich sowas hören muss. Okay, der war gut. Der war gut. Der war gut. Lagerhaus brauche ich hier mal. Ja, wieder, ey. So, Lagerhaus. Ja, die Minen sind verdammt teuer. Stelle ich gerade fest. Tja, sollte uns zu denken geben. Wir haben auch zu wenig Arbeiter gehört. Okay, dann können wir wieder hochpushen. Ed, du hast zu wenig Arbeiter. Ich arbeite daran, an den Arbeitern. So, jetzt, ja, jetzt passt es wieder. So. Meine Frau und die Kleinen haben sich schon ewig nicht mehr beschwert. Ich müsste Brot haben und ich müsste Seife machen. Dann würden die in eine Stufe aufsteigen, hätte ich die ersten Handwerker. Also, was brauchen wir? Geh mal Brot. 2:1. Dann machen wir jetzt 2 Mühlen. Und eine Bäckerei. Sollte passen. Sollte passen. Bin ich wieder ganz konfus. Du ich bist konfus. Ja, ich versuche schon wieder in rein zu scrollen. Geil. Bei mir auf dem Bildschirm oder was? Ja, richtig. Geil. Kann ich dir Abhilfe schaffen? Was möchtest du denn spezielles sehen? Du weißt, wie das ist. Ich kenne es. Man will verschieben und es geht einfach nicht. Ja, ja. Komm, ich gebe dir mal ein schönes Panoramabild. Ist das schön? Ja. Schön. Ja, wenn bloß dieser komische Typ da nicht noch wäre, ne? Wäre es richtig toll. ich mach mal ein bisschen Diplomatie. Können wir uns mit dem hier mal nahezu sicher... Ich sollte mich wohl bedanken. Sehr gut. Wenn etwas so süß schmeckt, muss man sich gedanken. Ist diese Last das Gefühl der Schande? Okay, das geht. Sprunghaft, rachsüchtig, teuflisch. Ja, das klingt ganz nach mir. Okay, das läuft. Wenn wir den jetzt hier haben, der braucht... Versteht das Konzept? So schlicht und zuverlässig wie ein Grundpfeiler nur sein kann. So schaut's aus. Warte bereit. Dann fahrt mal zurück. Eigentlich müsste ich mal meine zweite Insel da oben auch mal anfangen auszubauen, so ein bisschen. Weil bis jetzt kostet die einfach nur Geld. Nee, du willst den Hafen erst bauen. Ja, aber dafür müsste ich auch weiter jetzt mal hier Brötchen produzieren gleich. Und da bin ich jetzt dran. Und Seife. Dafür müsste ich ja mehr Schweine bauen. Du kannst Schweine bauen? Ja, ich kann Schweine bauen. Bei den meisten vermehren sie sich einfach nicht. Bei mir werden sie gebaut. So, dann machen wir nämlich Folgendes. Machen ein bisschen Optik. Jetzt kopiere einfach. Wo bist du denn gerade zugange? Ich? Guck an!
Guten Morgen. Der Olli, um 7 Uhr morgens. Ich glaub's ja nicht. Unglaublich. Tja, Olli, du hast vorhin leider deine Chance verpasst, ne, was das Giveaway anging. Herr von und zu. Herr Oliver. Wieso bist du eigentlich um 7 Uhr schon wieder wach? Oder immer noch? Nur ihr schon wieder. Ne, ich glaube immer noch. Ich kenne ihn doch. Olli, komm mal ins Discord. Wollte ich nicht, was? Wollte ich nicht, bin Mod. Besser die anderen. Jeder hat die Chance dazu, Olli. Gerade weil auch du Mod bist, ne, so als kleine Belohnung, sag ich mal. Aber du bist bescheiden wie immer. So ist er. Kannst du mal gerne ins Discord kommen, dann können wir uns mal unterhalten. Colonel Hogan ist auch da. Ja. Ich hab grad zu wenig Bauern, sehe ich. Gerade. Ed, was ich denn sagen wollte, du hast zu wenig Bauern. Mhm, danke. Danke, dass du mich dran erinnerst. Oh, was ist hier los? Hier ist irgendwie Action. Moin, Zova! Sind unterwegs! Ah, Zova auch da. Grüß dich. Schönen guten Morgen. Schönen Sonntag. Ja, frisch. Grenzwertig. So war der Pass ich schon auf, dass er frisch bleibt. Er hat da so ein paar nette Spielzeuge. Die mich wach halten. Hier sieht's gut aus. Olli, ich habe gerade mal beschlossen, du kommst mal bitte rum und bringst mir einen Kaffee vorbei. Was hältst du denn davon? Hast du nicht Bock zu, Olli? Ach, der Herr ist doch ins Discord gekommen. Unglaublich. Er traut sich. Ich war gerade bei dir 5 Meter entfernt beim Bäcker und Brötchen geholt. Und du bringst mir keins vorbei? Du bringst mir nichts vorbei? Hat er nicht verdient. Du hast gesagt, beim Stream ist Klingel, Handy, Telefon, alles aus. Was soll ich dir denn da vorbeibringen? Du hättest doch mal nachfragen können, Mann. Wir wären dann so weit. Ich bin leider nicht der Weihnachtsmann, der durch den Schornstein kommt, den du auch nicht besitzt. Oh Mann, ey. Mann. Das ist ein ganz frischer Blick. Ja. Ist diese Last das Gefühl der Schande? So, 17,5 Stunden, ne? Habe ich jetzt, Olli. Uiuiui. Mhm. Hast ja noch fast alles dumm. Und du trinkst immer noch die Katzen, KitKat-Zeug da, das ist... Ja. Ja, ja. Geht nicht anders. Und das läuft mit dem Kreislauf, ich meine, du weißt wegen dem. Ich weiß. Ja, bis jetzt merke ich da nichts von. Also Kreislauf ist noch okay. Alles okay, alles im grünen Bereich. Wenn es nicht so wäre, würde ich das Zeug nicht saufen jetzt. Aber mir tut die Zunge weh, also irgendwie, keine Ahnung. Okay. Olli, hast du überhaupt geschlafen oder bist du noch wach? Nee, ich hab gepennt. 6 Stunden, glaube ich, so, und dann jetzt wieder wach. Ja. Schön. Gleich geht's wieder los an Zelda-Spielen. Ich bin gestern beim Zelda-Zocken in der Instanz eingepennt. Du bist irgendwie gerade voll süchtig, oder? Kann das sein? Du bist gerade voll süchtig danach. Ach, die alten Zeiten der 90ern, einmal wieder reingucken, die alten Spiele. Wenn man sie eh hat. Macht der hier sieht eigentlich beschäftigt aus, okay, da der kommt jemand. Gut. Was führt sie zu? Also eins, was mir jetzt ein bisschen wehtut, sind die Augen, aber ansonsten geht's eigentlich. Aber ich hätte nichts dagegen zu pennen, muss ich ehrlich sagen. Nee, du. Oh ja, kann ich gut verstehen.
Aber ich schaffe die 24 Stunden. Das ist mein persönlicher Ansporn jetzt. Du brauchst nur ein Action-Spiel. Richtig etwas, was dich hypt, dann läuft. Ich habe Sniper gehabt vorhin. Das hat richtig Fun gemacht. Siehst du, sowas hält wach. Sniper hat Fun gemacht. Ja, und um 11 haben wir auch nochmal Action in Hunter, Call of the Wild. Olli, hast du dir das Game jetzt geholt? Ist ja nun wirklich nicht teuer. Nee, nicht ums Geld. Einfach, das ist einfach die süßen, kleinen, knuffeligen Rehchen und so abschießen. Das ist nicht mein Ding. Wenn die dir ja dann so ins Visier gucken, so ganz süß, und du dann auf einmal pock. Ja, aber es ist ja Überpopulation, also. Du kannst aber auch Bären jagen. Ja, Bären, jag Bären oder Löwen. Sag dann, ne. Die sind zu süß, alle. Eins, zwei. Ich kann doch nicht Baloo den Bären über den Haufen schießen. Oder Simba. Ja. Wie mache ich denn das jetzt am schlauesten? Solange du mich nicht in echt schießt, ist egal. Ja, da muss ich aber ehrlich zugeben, es würde mich schon irgendwie mal reizen, so eine Handfeuerwaffe irgendwie nur mal vom Gefühl her, wie das ist, abzuschießen. Irgendwie. Hallo Chris, H82, herzlich willkommen. Olli, das Gefühl kann ich dir beschreiben. Das hatte ich beim Bund damals. Jo. Und Pistole in der Hand zu haben, ist scheiße. Hat überhaupt keinen Fun gemacht, ganz ehrlich. Aber das, was hatte ich da? Das G3 war das normale Gewehr. Genau. Und das MG, ist genau. MG. Genau, das MG, MG16 oder was das war. Das war schon eher so, wo du dich dann mit den Füßen in die Erde bohren musstest, so mit den Fußspitzen, und dann das Dreibein aufklappen, und dann konntest du das alles wegrotzen. Das war schon ganz nice. Das war, nett. Das war schon schick. Ja, mir sind 3 Punkte aufgegangen. 3 Punkte? Ja, zur goldenen Schützenschnur. Krass. Also ich hatte extreme Probleme durch diesen scheiß Helm. Dieser scheiß Helm, der ist mir andauernd zu weit runtergerutscht. Immer ins Sichtfeld. Das war so zum Kotzen, ganz ehrlich. Das war furchtbar. Ja. Sowas von nervig. Oh, wir haben übrigens schon 1162 Leute. Wahnsinn. Wie, 1162 Leute? Hä? Bewohner. Achso. Bewohner. Ja, das Problem ist das, der Stream, der ist 20 Sekunden verzögert, ne? Ja. Ja, so war wahrscheinlich eher nicht zu klein, sondern dann zu groß, weil wenn er runterrutscht, ne, vom Kopf zu den Augen, ist er eigentlich zu groß gewesen, glaube ich. Jedenfalls war es nicht optimal. Hallo, Katsuba 6, herzlich willkommen. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Ich muss mal Stahl holen. Unbedingt, wir brauchen mal Stahl. Wo ist denn jetzt hier Archibald? Hier ist er, ne? Das müsste er sein. Ne, das ist Enveser. Archibald, hier oben ist er. Steuermann? Ja, meine ich ja auch. Ja, Zuba, wer von uns ist denn jetzt hier schon 17 Stunden auf dem Bein und länger? Ja. So, wir machen uns mal auf den Weg zu Archibald. Ich brauche mal Stahl. Das will ich noch nicht produzieren. Das ist mir noch zu teuer. So ein bisschen. Eieiei. Ach ja, die Zeiten beim Bund, ey. Das war was. Jo, das waren schöne Zeiten. Doch. Ja. Och. Och. Ach, gib doch Kaffee, ja. Stimmt.
Ja, wie gesagt. Ich kann dir nur den Zahnschlüssel reichen. Den entscheidenden Ruck musst du dir selbst geben. Bauaufgabe. Für 13.600. Der will bestimmt irgendwie Propaganda oder irgendwas. Apropos KKH. Du musst dich dieser Sache mit Haut und Haar verschreiben. Weißt du, ich habe das doch gerade gebaut. Eine Getreidefarm, eine Mühle etc. pp. Das habe ich doch alles gerade gebaut. Ich will das jetzt nochmal bauen. Aber der ist doch besoffen hier, ganz ehrlich. Gut, dann bauen wir halt nochmal sowas hin. Wenn er das unbedingt will. Ja, dann kriegen wir das hier auch hin. Zack. Nicht besoffen, eher übermüdet. Geht noch. Es geht echt noch. Das ist. Ja, jetzt brauche ich nochmal eine Bäckerei. Wie gesagt, es geht noch erstaunlicherweise relativ gut. Wie lief's bis jetzt? Ganz gut. Kann mich nicht beklagen. Ich bin sehr zufrieden. Ich mach mal Fenster wieder zu. So. Ich sehe gerade, wir haben ja auch Bierproduktion mittlerweile am Start. Können wir auch machen. Und Feuerwehr hätten wir. Polizei meine ich natürlich, nicht Feuerwehr, Polizei. Sollten wir vielleicht auch mal an den. Anfangen. An den Start zu bringen. Wie gesagt, kann mich nicht beklagen. Wir haben wirklich krass abgelacht. Beim Civilization Stream. Beim Civilization Part. Ey, das war. Das war. Episch. Episch, sage ich nur, episch. Was mit dir hier? Es gibt hier eine Menge zu tun. Es fehlt immer noch das Zeug. Okay, müssen wir das holen? Und Steine ist noch das Problem. Wie sieht's hier aus? Ich brauche Stahl. Und alles mit dem Siegel der Königin. Stahl mit hier. So. Und zurück. Koordinaten eingezeichnet. WB-Köln. Bei Ziffer da abgelost. Oder etwa nicht. Ja, komm. Also wenn sich drei Leute hinter, gegen dich verschwören. Selbst das eigene Teammitglied hat sich gegen ihn verschworen. Ja, Sauerei, das war Sabotage. Der höchste Sabotageakt war das. Das war echt übel. Alles gegen mich verschworen. Du wolltest es nicht anders. Ich wollte Team Building haben, aber nein. Kann ich riechen, dass mir so in den Rücken fallen. Ja, das war schon böse. Das war schon böse, ehrlich. Das war schon echt böse. Also mach mal hin hier. Aber heute auf jeden Fall kein Workers and Resources Stream bei mir. Morgen wird es wahrscheinlich auch keinen Stream geben, oder wenn, dann nur einen ganz kurzen. Je nachdem, wie fit ich morgen bin.
Olli, bist du noch anwesend oder bist du schon wieder... Ich bin noch da. Bin nur nebenbei gerade am Brötchen essen. Mit meinen Kumpels. Und dich gerade so, haben, ist am Essen. Kannst du dir nicht beim Essen stören hier? Teambuilding ist viel cooler, also er meint. Ja. Wie gesagt, normalerweise war das ja auch so geplant, aber die feinen Herren waren der Meinung, sie müssen ja, so ein bisschen schade, das ist ja echt, das ist ja ungünstig hier. Müssten das halt anders machen. Ich meine, es hat ja Spaß gemacht. Wir haben uns ja echt bepisst vor Lachen, davon abgesehen. Ja. Das war schon... Besonders zu einer gewissen Zeit. Hä? Besonders zu einer gewissen Zeit. Ja, wo du deine ganzen... nicht so jugendfreien Sachen rausgehauen hast, um es mal so zu nennen. Ja. Aber wie gesagt, du bist der Rekordhalter mit 4 Wörtern, die geblockt worden sind. Das ist schon echt. Das muss man erstmal schaffen. Das ist hart. Kommt nicht jeder. Ja. Die Schafsfarm müsst ihr auch gleich nochmal umbauen, wegen den ganzen Silos hier. Einen, ach so. Olli? Yep. Siehst du auch gerade den Stream an? Ja. Der sieht doch irgendwie so müde aus, gell? Der Stream? Waren stapeln sich. Der sieht ziemlich müde aus. Ach, der Streamer sieht müde aus. Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste es. Ich wusste es, dass es kommt. Ich wusste es. Krieg ich dich da ran? So krieg ich dich da ran. So, mein Lieber, ich muss noch was vorbereiten. Schaue später wieder vor. Alles klar. Wie gesagt, wir machen hier heute bis 14 Uhr hier. Guck mal, irgendwie war das zwar uncool hier. Mal, irgendwie. Das passt jetzt aber nicht. Das passt jetzt aber echt nicht. Normalerweise, wenn man. Ja, jetzt merke ich doch so ein bisschen Konzentrationsschwäche. Nur eine leichte. Nur nicht noch laufen. Nur nicht noch laufen. Ja, ich gebe alles. Ich bin dran. Ich glaube jetzt, ja, jetzt habe ich es. Ja. Ich muss sagen, Schacke, wir schaffen das. ich, alles cool. Ich bin ja voll dabei hier. Also ist nicht. Ja, dann machen wir nochmal so eine Schafsfarm raus. So, dann machen wir die jetzt nämlich weg. Ah, dieser Soundtrack, der ist so episch. Episch genial. Finde ich. Ja. Ich würde mal eher so 800 in die Zeit gesetzte Musik. Meinst du nicht, dass die Zeit um 1800 so eine Musik war? So Industriezeitalter? Nee. Wir kümmern uns hier um alles. Ich spiele gerade Tetris hier. Ich sehe es.
So, hab's aber im Griff jetzt. Schön kompakt alles miteinander verwurschtelt, aber das hier wird ein Problem. Scheiße, das ist, natürlich, das wird ein Problem. Mist. Ah, ich hab Kacke gebaut. Ihr habt Kacke gebaut. Konzentration, Junge, konzentrier dich. Konzentrier dich. Einer muss dazwischen sein. Sonst gibt es Probleme. So, jetzt soll es gehen. Optimales Layout mit Silos. Du hast zu wenig Bauern. Nee, alles gut. Alles gut. Alles im grünen Bereich. Neue Befehle? Schade. Alles gut. Jetzt kann ich mal diese Vasenmacherei hier bauen. Kann aber sein, dass ich gleich zu wenig Bauern habe. Jetzt habe ich zu wenig. Zu wenig Arbeiter. So, jetzt habe ich natürlich zu wenig Bauern wieder. Jetzt muss ich wieder neue Bauern ranholen. Oh, Alter, es ist so übel, ey. Stopfst du eine Ecke, bist du dran mit der nächsten schon wieder. Ein Problem jagt hier das nächste. Okay, dann müssten wir auch nochmal weiter anbauen. Shit, kann ich das nicht ansetzen? Der geht nicht da ganz ran, ne? Ach, schade. Ich will das parallel haben. Ich will das hier parallel haben. Ist das jetzt parallel? Nicht ganz, ne? Nee, shit. Einer vor. Wir wollen es ja optisch schön haben. Deswegen baue ich es jetzt parallel. So. Jetzt passt es, ne? Jetzt sollte es passen, ja. Jetzt sieht es gut aus. Sehr geil. Hallo, Vandalism 37. Herzlich willkommen. Da hinten gibt es wieder Aufgaben für uns. Helfen Sie mir, Ordnung ins Chaos zu bringen? Fotografie für 4300 machen wir. Ich schwebe wie auf Wolken. Ich würde jetzt eher sagen. Sie haben Xin gezeigt. Fischer. Integrität. Der Fischereihaufen gehört eins noch. Ja, kann man so machen, ja, könnte man, ja. Ja. So, erledigt. So, passt. Wackelt in der Luft. Sehr schön. So, Attraktivität ist gestiegen. Sehr schön. Das freut mich. Die Menschen lassen sie hochleben. Mein Magen spielt wieder verrückt. Ich muss mir das hier an sie übergeben. Und Abmarsch. Klipper ab. Okay, warte mal. Wie wär's mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit 2 Stunden.
Ach, ich spiele schon seit 2 Stunden. Das ist ja toll. Ich begebe mich auf diese Reise, weil mich eine Vision antreibt. Alte Grenzen zu durchbrechen. Inspiriert vom Geist des Abenteurers lasse ich mich von meinen Zielen leiten. Man erkennt es in jeder Maschine, auf jeder Handelsroute und in jeder Metropole. Wir haben den Weg des Fortschritts gewählt. Wir erreichen neue Länder, gründen neue Siedlungen und erweitern das Imperium. Wir haben eine große Zukunft vor uns. Wir stehen an der Schwelle einer neuen Ära. Und es waren unsere Visionen, die uns hierher geführt haben.